Heute gibt es ein neues Video von mir und zwar wird das heute ein DM-Haul. Und bevor die Frage aufkommt, woher ich meinen Schmuck habe, und zwar meine Ohrringe als auch den Ring. Ihr kennt die Seite und zwar, sie heißt Segundo. Ihr wisst von mir, ich liebe diese Seite. Ich hatte, ich glaube vor fast einem Jahr habe ich dort schon mal etwas zugeschickt bekommen und ich habe die Sachen so sehr geliebt. Ihr wisst genau, welche Ohrringe ich gefeiert habe. Leider habe ich sie verloren, aber diesmal habe ich neue zugeschickt bekommen. Und zwar waren das diese hier, falls ihr euch daran erinnern könnt. Ich feiere diese Ohrringe so sehr. Ich finde sie so schön. Ich verlinke euch natürlich alle vier Sachen unten in der Infobox. Dann sind das einmal diese hier, die ich gerade momentan trage. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Ja. Einmal diesen Ring. Ich finde den so schön. Der ist so schön klein und er passt einfach. Und bis bei mir Ringe passen, das dauert meistens, weil ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber meine Finger sind extrem klein. Also der Ring passt mir wirklich perfekt und mein Finger ist so klein. Ich finde sonst nie Ringe, die mir passen. Und die von Segundo passen mir einfach. Die haben so schöne kleine Ringgrößen. Ich feiere das so sehr. Wie gesagt, ich verlinke euch alles von da unten in der Infobox. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim DM-Haul. Ich dachte mir, ich zeige euch mal so alle Sachen, die ich bisher eingekauft habe. Weil ich denke, das könnte euch ein bisschen interessieren. Und ich werde euch dazu auch ein paar Dinge erzählen. Und zwar Cremeseife. Davon habe ich drei Stück gekauft. Also drei verschiedene. Einmal Pitaya und Kokos. Einmal Macadamia Vanille. Und einmal Sweet Wonderland mit Vanille und Rosenduft. Ich finde, die drei riechen so verdammt gut. Mein Freund hat sich gefreut, weil ihm die auch gut gefallen. Nur die Verpackung ist halt sehr rosa, aber ein bisschen Mädchen darf sogar im Bad stehen. Nee, die kosten sogar nur 55 Cent und ich finde, dafür riechen die unfassbar gut. So, dann, weil viele mich immer nach meiner Haarfarbe fragen. Ich hatte einmal eine Farbe bestellt, die ich jetzt nicht benutzt habe. Ich habe heute meine Haare gefärbt. Und das war die 400 Dunkelbraun, dieses Perfect Mousse in 400 Dunkelbraun. Ich meine, die kosten pro Packung 4-5 Euro. Ich bin aber gerade nicht sicher. Ich wollte eigentlich damit meine Haare färben. Allerdings waren die Extensions dunkler als der Ton obendrauf. Deswegen war ich mir nicht sicher. Vom Brilliance Intensiv Color Creme in der 880 Dunkelbraun. Die habe ich jetzt auch drauf. Ich habe erst eine Packung verbraucht. Ich habe aber vorhin gesehen, ich habe hier ein paar Strähnen nicht erwischt. Die werde ich nochmal mit der zweiten Packung nachfärben. Diese Haarfarbe hat gekostet 3,75 Euro das Stück. Also habe ich 7,50 Euro für Haarfarbe bezahlt. Das nächste, was ich gekauft habe, ist von Evely Professional Make-up und Maskenpinsel. Der hat gekostet 3,95 Euro. Ich finde, das geht vollkommen für die Pinsel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von Evelyn diese Professional-Serie finde ich so, so gut. Ich benutze die Pinsel davon übertrieben gerne. Ich habe auch noch zum Beispiel, ja, das ist dieser Contour-Pinsel davon. Und ich muss sagen, der ist Bombe. Ich liebe diesen Pinsel über alles. Man kann damit so gut die Kontur ziehen. So, dann habe ich natürlich nicht nur einen Pinsel gekauft, sondern direkt zwei. Und zwar einmal dieser Stippling-Pinsel. Den fand ich auch sehr, sehr toll. Der hat gekostet 6,95 Euro. Und den finde ich wirklich super. Also ich liebe diese Stippling-Brushes vor allen Dingen zum Ausblenden von Produkten, weil das damit super einfach funktioniert. Und ihr werdet den hier sicher noch in anderen Make-up-Tutorials sehen. Dann Make-up-technisch ist noch in meine Tasche gelandet das Fit Me Make-up. Ihr wisst ja, ich liebe das Fit Me Make-up. Falls ihr meine Schublade sehen könntet, ich werde es euch aber so zeigen. Ich habe drei dieser Pullen, aber alle in der 220 und das ist jetzt die 120. Ich wollte einen etwas helleren Ton haben, weil ich habe euch ja gesagt, ich will ein bisschen natürlicher werden vom Make-up her. Und das geht nun mal nur mit einem helleren Make-up, weil mein Hautton halt auch heller ist von Natur aus. Alles, das kostet 7,50 Euro. Dazu habe ich mir noch den Concealer geholt. In der Farbe Nummer 20 ist der. Der kostet 4,95 Euro. Ja. Passend zur Haarfarbe hatte ich mir dann noch diesen Haarfärbepinsel geholt. Der kostet 1,45 Euro und den finde ich halt echt gut, wenn ihr Haarfarbe auftragt. Damit das Make-up nicht so lange drauf bleibt, habe ich mir von Vivé die flinkenden Reinigungstücher geholt. Die kosten 95 Cent, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Ich habe noch einiges an Nagellacken gekauft. Ich glaube, das könnte wirklich ganz interessant für euch sein, weil ich lasse momentan meine Naturnägel rauswachsen. Und zwar von P2 die Techno Chrome Polishes. Einmal in der Farbnummer 04 Pink Sparkle und einmal in der 010 Steel Drummer. Die beiden sehen wirklich so, so cool aus und ich werde mir damit heute auch die Nägel lackieren. Ich weiß noch nicht, ob der oder der, aber das wird so gut. Die kosten, meine ich, 2 Euro irgendwas. Die stehen nämlich nicht hier mit drauf. Ich bin aber wirklich nicht sicher.
Des Weiteren habe ich noch 3 weitere Nagellacke geholt. Und zwar, so viele von euch haben mich gefragt, welche Farbe das hier ist. Und das ist von Trended Up UV Power Gel Night Polish in der Farbe 020. Ich muss dazu sagen, ich dachte erst, das gehört unter die UV-Lampe. Deswegen habe ich den nicht im DM so gekauft, sondern online bestellt. Und dazu passen den 2-in-1 Shine in Gel Top Coat. Stehen auch nicht auf dem Kassenbon. Ich meine, die kosten 2,65 €, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und ich muss sagen, die sind wirklich super. Die machen so einen schönen Glanz auf dem Nagel. Und den werde ich auch für normale Lacke als Topper nehmen. Ganz ehrlich, ich mag momentan solche Nude-Töne extremst gerne. Und das ist die Nummer 90, Trended Up Double Volume in Shine Nail Polish. Der sieht auch richtig, richtig toll aus. Aber der müsste auch so um die 2-3 € kosten. Dann habe ich mir noch gekauft einen Stielkamm, weil mein letzter ist vom Auskämmen meiner Tape-In-Extensions so verklebt, dass ich den Kleber nicht mehr gut abbekomme und damit immer in meinen Haaren hängen bleibe. Deswegen habe ich mir den jetzt nochmal geholt. Der kostet 1,75 €. Dann habe ich mir noch 3 Sachen fürs Gesicht geholt als Pflege. Und zwar 2-mal diese Maske von Garnier. Skin Aktiv Hautklar Anti-Pickel Thermomaske. Die liebe ich schon seit Jahren. Und die habe ich mir und meinem Mann mitgebracht, weil ich liebe die wirklich über alles. Ich finde die so toll. Und davon schwärme ich wirklich immer und immer wieder, weil das ist einfach die beste Maske auf Erden. Kostet, wie gesagt, pro Stück 65 Cent. Und ich finde, das geht vollkommen klar für eine Maske. Dann kommen wir zu den letzten beiden Hautprodukten. Und danach folgen auch schon die Haarprodukte. Und zwar habe ich mir da noch geholt die Heilerde Gesichtsmaske. Die habe ich eher meinem Mann mitgebracht. Ich finde die voll gut. Es gibt davon auch das Paket, wo ihr euch das selber anrühren könnt. Ich dachte aber, er soll es erstmal so ausprobieren. Die kostet 75 Cent und die ist wirklich gut. So, für mich habe ich mir dann noch mitgebracht diese Feuchtigkeitskonzentrate und die sind wirklich gut. Also ich muss sagen, ich habe wirklich extrem trockene Haut und wenn ich das benutze, wird meine Haut wirklich besser. Ich meine, ja genau, die kosten 95 Cent und die sind echt toll. Also wenn ihr trockene Haut habt, macht wirklich einmal die Woche sowas mindestens auf eure Haut, wenn nicht alle 2 bis 3 Tage. Von Balea habe ich mir das Trockenshampoo geholt und werde das mal ausprobieren für dunkles Haar. Ich muss dir sagen, ich normalerweise, wenn ich nicht die Inversion Method mache, was ich momentan aber mache, wasche ich meine Haare alle 3 bis 4 Tage. Ich versuche das immer so lange wie möglich rauszuzögern, damit meine Haare wirklich gesund werden. Und deswegen sehen in vielen Videos auch meine Haare so trocken aus, weil ich mir halt immer Mengen von Trockenshampoo in die Haare ballere, damit die einigermaßen machbar aussehen. Nur ich vergesse halt immer, dass in Videos sieht das halt total doof aus. Deswegen dachte ich mir, werde ich das Ganze mal ausprobieren. Da steht hier auch nicht drauf, wie teuer das war. Ich meine, das kostet um die 1-2 € und das werde ich wirklich ausprobieren und ich hoffe, das ist gut, weil momentan benutze ich halt regelmäßig immer Babypuder. Dann habe ich mir ein Shampoo geholt von Garnier. Die ganzen Sachen, die ich euch jetzt zeige, stehen leider nicht mit hier auf dem Kassenbon drauf, deswegen kann ich euch die Preise nur in etwa sagen. Und zwar ist es das Garnier Nergel Haarreaktiv Reaktiv Haarwäsche zur Pflege und Gesunderhaltung von Haar- und Kopfhaut. Das kostet, meine ich, 6 bis 7 €. Sicher bin ich mir da aber nicht. Das Garnier Fructis Wunderöl Hitzeschutz und Pflegeöl. Ich bin mal gespannt, wie ich das finde, weil ich wollte keinen Hitzeschutz, den man so reinsprüht, der so nass ist, sondern ich wollte wirklich ein Öl, was die Haare nochmal extra pflegt. Und deswegen dachte ich mir, ist das eine super Idee, das Ganze mal auszuprobieren. Gefällt mir das, werde ich das weiterhin verwenden. Gefällt mir das nicht, werde ich das natürlich wegbannen. Und zwar Alpecin Tuning Shampoo, das schwarze Koffein Shampoo, hält dunkle Haare dunkel, stimuliert die Haarwurzeln. Ich habe mir gedacht, ich werde jetzt auf Shampoos umsteigen, die Koffein enthalten, weil ich will schnellen Haarwachstum. Ich will wieder, dass meine Haare alle rauskommen, auch die, die vielleicht überall abgebrochen sind oder ausgefallen sind. Und deswegen gucke ich halt, dass ich wirklich Produkte verwende, die gegen Haarausfall vorbeugen und die gegen Haarausfall sind. Und da habe ich dieses hier gefunden. Seht ihr das? Das Shampoo ist wirklich schwarz. Und ich bin so gespannt, wie das unter der Dusche ist. Ich habe mir das hier geholt, nicht um das tagtäglich zu verwenden, sondern wirklich, wenn ich einen Ansatz habe oder merke, meine Haarfarbe geht aus den Längen raus, werde ich das hier benutzen. Und das wird vielleicht einmal alle 2-3 Wochen sein. Deswegen habe ich mir das geholt. Und zu dem ganzen Haarthema kommt natürlich noch ein extra Video, aber ich freue mich, euch heute die ganzen Sachen zeigen zu können, weil es macht mir wirklich momentan extrem Spaß, mit dem Thema Haare zu arbeiten und meine Haare gesund zu pflegen. Ja. Dann habe ich mir vom Plantur 39, ich weiß, das ist eigentlich für das Haar ab 40 oder keine Ahnung was, habe ich mir geholt die Haaraktivkapseln. Ich benutze momentan, das steht da hinten, das ist dieses Hair True, meine ich, diese Haartabletten. Ich habe davon eine Dose leer gemacht und bin jetzt bei der zweiten. Sobald ich diese Dose leer habe, werde ich die hier nehmen.
Davon sollte man 2 Kapseln täglich benutzen, jeweils morgens eine und abends eine zu einer Mahlzeit. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird, weil das ist ja eigentlich für älteres Haar, aber da ist auch Biotin, Zink und der ganze Kram drin, was wirklich gut für die Haare ist. Und deswegen dachte ich mir, bestelle ich mir das, probiere es einfach mal aus, weil es ist auf jeden Fall günstiger als die Tabletten, die da hinten stehen. Ich meine, die kosten 60 oder 70 Euro für eine Dose. Ich hatte ja auch diese Teddybären ausprobiert, diese blauen. Die fand ich wirklich gut. Allerdings würde ich die nicht nochmal holen, weil die sind wirklich viel zu teuer. Und wenn sowas hilft, reicht das vollkommen. So, das hier kostet, glaube ich, um die 12 Euro. Ich habe, wie gesagt, noch 2 Produkte für euch, und zwar diese hier. Das ist einmal das Nutri-Koffein-Shampoo für bei magerem Haarwachstum, speziell für koloriertes und strapaziertes Haar. Und einmal das Nutri-Koffein-Elixier Kopfhauttonikum bei magerem Haarwuchs. So sieht das Ganze aus. Das ist das Shampoo und das ist dieses, das ist das Elixier. Ich bin wirklich gespannt, wie diese beiden Produkte in der Anwendung sind, weil ich habe mir mehrere Videos dazu angeguckt und ich habe wirklich gesehen, dass diese Videos nicht nur beliebt sind, sondern dass es den Leuten, die es benutzt haben, auch wirklich was gebracht hat. Und ich bin so gespannt, wie das funktioniert, ob es funktioniert und ob es mir überhaupt was bringt. Ich meine, das Shampoo kostet um die 6, 7 Euro und das Elixier auch. Ich bin nicht ganz sicher, ich weiß es wirklich nicht, das Elixier ist vielleicht auch teurer. Ich werde das Ganze, wie gesagt, ausprobieren und ich freue mich mega, euch das berichten zu können, wenn ich das ausprobiert habe und es getestet habe, dass vielleicht leer ist und mir Neues kaufen werde oder vielleicht auch nicht. Ich danke euch ganz recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.